Der Modellbahnclub Orlabahn e.V. Pößneck hat wieder in diesem Jahr endlich wieder eine Ausstellung organisiert in der Schetthalle in Pößneck. Unser Verein besteht dieses Jahr seit 45 Jahren und wir machen alle zwei Jahre immer eine Ausstellung hier in der Schetthalle, konnten aus bekannten Gründen vor zwei Jahren keine machen und waren jetzt dringend darauf angewiesen, endlich wieder eine Ausstellung zu machen, um unsere Vereinskasse wieder so aufzubessern, dass wir auch wieder weiterbauen können. Unser Verein besteht aus ca. 30 Mitgliedern. Das ist immer ein bisschen, ändert sich immer ein bisschen, weil die Jugendlichen kommen und gehen, wie das eben bei vielen Vereinen auch ist. Aber so der Stamm sind immer so 30 Mitglieder. Wir bauen an allen möglichen Anlagen in unseren Vereinsräumen, in TT, in N, in H0, haben auch eine kleine Z-Anlage und freuen uns ganz besonders, dass wir dieses Jahr wieder hier eine ganz, ganz tolle Ausstellung auf die Beine bekommen haben mit vielen Gästen, mit vielen Gastausstellern aus Münchberg zum Beispiel, aus Gera, aus Weida, aus Jena, aus Lauscha ist ein Modellbahnfreund da und bisher sind wir sehr zufrieden. Die letzten zwei Tage, Sonnabend und Sonntag, liefen sehr gut. Wir haben insgesamt schon über 2000 Besucher gehabt und hoffen, dass heute noch mal viele Menschen kommen, obwohl ja wunderschönes Wetter ist draußen, eigentlich überhaupt kein Modellbahnwetter, aber trotzdem haben wir einen guten Zuspruch, was uns natürlich sehr viel Freude bereitet. Unser Vorteil ist eben die sehr schöne Halle in Pößneck. Wir haben gute Parkplatzmöglichkeiten vor der Tür, was ja heutzutage auch immer ganz wichtig ist. Wir haben ein gutes Rahmenprogramm, wir machen eine Tombola, wir haben eine wunderschöne Bastelstraße, die ich immer nicht als Bastelstraße bezeichne, sondern eher als Kreativecke, weil nicht nur gebastelt wird, sondern eben auch etwas dabei ist für Ältere, für die Erwachsenen. Die können dort auch schöne Sachen machen. Unsere Frauen lassen sich da immer viel einfallen. Wir haben vor der Tür eine Feldbahn, wo die kleinen und auch größeren Kinder mal eine Runde drehen können und sind durch die Schetthallenpächter, durch das Denkmal, diese neue Kaffeerösterei mit angeschlossenem Kaffee auch sehr gut versorgt.
Wir kommen aus Münchberg, sind die Münchberger Eisenbahnfreunde oder ganz genau der Modelleisenbahnclub 01 Münchberger Eisenbahnfreunde. Und wir sind schon lange befreundet mit den Kollegen vom MEC Orlabahn. Und wir sind heute hier in Pößneck auf der Modellbahnausstellung und haben zwei Modellbahnen dabei. Eine davon ist die SDR, schmalspurig durchs Reichsbahnland, spielt im Jahr 1967 genau an einem Freitagnachmittag um 14.50 Uhr in der Mark Brandenburgs und der Prignitz und stellt so dar, wie die Eisenbahn, wie das Leben früher war. Die Anlage wird gefahren vom PC aus mit einer Software, Train Controller Bronze, digital. Und die Anlage ist in der Spurbreite H0, Maßstab 1 zu 87. Und ursprünglich haben wir mal 2 Jahre dran gebaut, dass die Grundanlage fertig war und der Computer, die Technik fertig war. Dann haben wir geheiratet, haben sie in Betrieb genommen. Und seitdem lebt diese Eisenbahn mit uns und sie wächst und gedeiht. Und jede technische Neuerung, die es im Digitalsektor gibt, übernehmen wir, modernisieren. Es gibt neue Gebäude, neue Lokomotiven, neue Autos, sodass wir immer wieder up to date sind. Und wir haben auch kleine Geschichten, die kann man hier mit einem kleinen QR-Code scannen und im Internet nachlesen. Man kann also auf dieser Eisenbahn auch tatsächlich leben und man kann in die Geschichten eintauchen, wenn man das will. Die Besonderheit ist, man kann hinter die Anlage gehen, die ist so konzipiert und gebaut, dass man auch rundum gehen kann, dass man mal in den Schattenbahnhof gucken kann. Schattenbahnhof deswegen, weil er ja normalerweise versteckt ist, aber hier ist er offen zugänglich. Hier kann man einen Blick auf die Technik richten, wie der Computer mit der Anlage kommuniziert. Und man kann auch mal sehen, was passiert hinter den Kulissen. Und wir haben das extra so eingerichtet, es ist gewollt, dass man hinter die Kulissen treten kann. Und jeder, der das macht, ist herzlich willkommen.